Hallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Total Annihilation Kingdoms The Iron Plague. Das letzte Mal hatten wir nicht wirklich nennenswerten Fortschritt gehabt. Allerdings kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass wir einen Mehrkämpfer vor einem Torhaus, vor einem Verunanischen Torhaus eingefroren haben. Und ich denke mal, so dürften keine Katapulte mehr dadurch kommen, weil der Mehrkämpfer die jetzt das Torhaus blockiert, und das ist schon mal ganz cool, oder was meint ihr, Leute? Auf jeden Fall ist es ziemlich nützlich, und ich habe überhaupt nicht reingeguckt in diese Folge vorher. Ich habe da, das heißt, ich habe keine Ahnung, was hier gleich passiert. Das ist ziemlich dämlich von mir, denn wenn ich schon die Möglichkeit habe, mal alles mir die Folge nochmal anzugucken, so dass ich mich darauf vorbereiten kann, dann sollte ich mich da eigentlich auch richtig darauf vorbereiten. Aber natürlich mache ich das natürlich wieder nicht. Stattdessen schreiben uns jetzt gerade die Verunaner mit Luftschiffen und einer gigantischen Armee an. Wenn ich so auf die Minimap gucke. Oh mein Gott, Leute, das ist überhaupt nicht mehr witzig. Hilfe! Okay, den Verunaner schmeckt es offenbar ganz gar nicht, dass wir jetzt hier eine zweite Torwache haben. Eine südliche Torwache. Aber ich hoffe, wir können den Angriff abwehren. Die können bestimmt, Leute, oder? Oder? Ich weiß eigentlich gerade gar nicht. Ich habe, wie gesagt, die Folge mir gar nicht angeguckt. Ich habe einfach nur das Pre-Rendering gestern noch gemacht. Bevor ihr, das müsst ihr mir gerade mal erzählen, Leute. Bei solchen nachkommentierten Folgen mache ich das jetzt erstmal so. Ich pre-rendere mal die Folge. Gucke mir die dann an, und während ich die mir angucke, kommentiere ich immer drüber. Dann kommt das richtige Rendering. Das in der 50 Auflösung und alles mögliche. Ne? Wo ich als vernünftig sage, das Pre-Rendering sage ich halt nur, damit ich ja vernünftig kommentieren kann. Damit hier keine Lags auftauchen. So. Egal. So. Und das Pre-Rendering, das dauert schon. Also das normale Rendering, das dauert so etwa, ja, so etwa 4 bis 5 Stunden kann es schon dauern. Und das Pre-Rendering, das nehme ich ja, lasse ich in einer anderen Qualität aufnehmen oder rendern. Das dauert dementsprechend nicht so lange, allerdings ist immer noch so 3 bis 4 Stunden schon. Also sind ja schon drinne. Und deswegen kommt auch leider nicht so häufig Kingdoms, weil, wie gesagt, mir fehlt einfach größtenteils an die Zeit. Und scheinbar haben wir den Angriff erfolgreich abgewehrt. Wir sind voll gut. Okay, flieg weg, Kumpel, flieg weg. Ja, okay. Gut, daneben nicht. Dann lasse ich eben von den Ballisten erschießen. So. Ah ja, auf jeden Fall, Leute, ich bin gerade mega froh, endlich wieder vernünftig aufnehmen zu können. Denn ich habe Kingdoms so sehr vermisst, ganz ehrlich, Leute. Ich musste ja diesen Monat ja auch hier schon den Montag für den Kingdoms Montag, sage ich jetzt mal, den ich ja schon seit meiner ersten Folge überhaupt, meine allerersten Let's Play Folge von Tier Kingdoms damals noch, die habe ich ja den Montag immer drin gehalten als für Uploads. Aber ich musste den jetzt rausnehmen, weil ich habe wirklich überhaupt keine Zeit im Augenblick. Ich hoffe, dass ich den im März, also im März wieder einfügen kann. Jetzt kommen momentan wirklich nur samstags Folgen hoch. Aber ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Und nicht nur das, im März kommt auch noch hier, ich versuche ein neues Let's Battle zu starten, weil ich finde, es wird langsam wieder Zeit. Und ja. Schauen wir mal, ob das alles dann so funktioniert, wie ich es mir denke. In einem Augenblick bin ich, Leute, ich muss gerade erzählen, ich bin mega im Prüfungsstress. Ja, die ganzen Dozenten meinen jetzt einfach, die ganzen Prüfungen jetzt noch eher schnell in den Februar reinzuklatschen. Da habe ich entweder praktische Prüfungen oder theoretische Prüfungen, und das ist wirklich, ich habe mindestens eine pro Woche. Ja, und das ist wirklich doch schon sehr stressig. Ich bin froh, dass diese Woche halbwegs geht. Diese Woche schreibe ich jetzt, also jetzt wo ich die, jetzt wo ich kommentiere, schreibe ich erstmal Physiktheorie. Das ist eigentlich nicht allzu schlimm, aber viel schlimmer ist, dass jetzt schon wieder so eine Riesenwelle an Angreifern auftaucht. Wir haben eine Armee von Barnstormern hier. Yeah, die kann bestimmt dagegen was unternehmen. Ja.
Die sind barnstormerig und fliegen rüber. Yeah! Und sind mit einem Schuss down. Und wisst ihr was, Leute? Das wäre ziemlich cool, wenn man die Barnstormer noch mit irgendwelchen Waffen ausstatten könnte. Das ist echt cool. Aber ich glaube, da müssten die Barnstorm-Piloten müssen dann irgendwie noch körperlich deformiert sein, damit sie sowohl hier ihre Flügel schwingen können, als auch den Propeller treten können und dann auch hier mit irgendwas rumballern können. Das ist, da bräuchten die mindestens 4 Arme und 2 Beine für. Ja gut, 2 Beine haben sie sowieso. Aber egal, ihr wisst ja, was ich meine. Da fällt mir gerade auch ein, Leute. Ich habe jetzt am Wochenende, habe ich ein Bild im Internet gesehen von einer gewissen Mademoiselle Clofulia. Das war eine, eine bärtige Frau im Zirkus. So eine richtige Zirkusattraktion, so eine Freakshow oder, ich weiß nicht, kann man Freakshow dazu sagen? Das war auf jeden Fall, sie war so eine Zirkusattraktion. Und das war echt krass. Ich meine, ich dachte, ich hätte schon einen richtig fetten Bart. Aber diese Frau, ja, die hatte einen mega fetten Bart gehabt. Ich habe drauf geguckt und dachte erstmal, das sei jetzt so ein Conchita-Wurst-Verschnitt oder so. Aber nein, das war eine richtige Frau. Das war mega krass schon. Und ich habe auch ein Bild gesehen von ihr, als sie 8 Jahre alt war, wurde sie das bärtige Mädchen genannt. Da hatte sie schon so einen Schnurrbart gehabt. Das war richtig krass, Leute. Alter. Aber ich glaube, das ist so eine Art Hormonstörung oder so. Aber ich kenne mich damit auch nicht aus. Ebenfalls habe ich danach weitergeguckt und bin dann auch auf eine Frau gestoßen. Auch aus so war auch so eine Zirkusattraktion gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ich muss gerade nach einem Namen nochmal denken. Wie war der nochmal? Ella Harper, genau. So hieß die. Wurde auch das Kamelmädchen genannt. Weil. Also ich habe das erst als Bild gesehen, dachte, die Frau steht auf allen Vieren. Da habe ich mir das genauer angeguckt und habe gesehen, dass ihre Knie total verdreht waren. Also die waren 180 Grad nach außen gedreht. Also nicht wie wir die haben, sondern das sind dann die Knie. Waren wirklich auf der anderen Seite. Waren da, wo die Waden sind, normalerweise. Da dachte ich, Respekt, dass sie überhaupt so gehen kann. Aber also das ist wirklich ziemlich krass gewesen, Leute. Naja, soll das erstmal genug sein von den, Zirkus-Attraktionen. Kommen wir erstmal hier wieder zurück zu TA Kingdoms, weil wir sind hier gerade mitten in einer Schlacht, einer epischen Schlacht. Oder so. Auf jeden Fall kämpft einfach weiter gegen die Verunana, die schon mit der dritten Angriffswelle hintereinander auftauchen. Allerdings ist sie deutlich schwächer, wie ich das gerade hier sehe, als die ersten beiden Angriffswellen. Aber scheinbar können wir die auch ganz gut abwehren hier mal wieder. Natürlich, ich meine, wir sind aus dem Mac-Coolio hier. Okay, ich labere gerade hier irgendeinen Stuss. Ich habe wieder hier meine 5 Minuten des Tages oder so, wo ich einfach nur irgendeinen Müll labere. Das habe ich wirklich täglich oder so. Ach, keine Ahnung. Ich habe mir auch neulich hier alte Projekte von mir angeguckt. Ich muss feststellen, Alter, bist du da scheiße gewesen? Nicht vom Zocken, sondern hier vom Commentary. Aber gut, das waren noch hier alte Projekte wie, Alter, Zelda 2. Von Zelda 2 will ich übrigens ein Replay machen. Wann weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hätte ich Bock mal dazu wieder ein vernünftiges Replay zu machen. Oder was habe ich noch? Super Castlevania 4. Das war halt ein Projekt, wo ich dachte, da war ich halbwegs zufrieden.
Oder was hatte ich noch gehabt? Ah ja genau, wo ich aber nicht sehr zufrieden war, das war hier mein Castlevania Let's Play zu Castlevania 1. Damit bin ich wirklich zufrieden. Also wenn mich jemand fragen, was ist so dein persönliches Lieblings-Let's Play von dir? Ich würde sagen Castlevania 1. Ja. Wenn ich jetzt so spontan überlegen würde, würde ich schon sagen. Ich würde ihm gerne auch ein vernünftig kommentiertes Let's Play von TL Kingdoms sehen. Allerdings ist mir das dann doch ein bisschen zu lang als Hauptprojekt. Ja, also hier nachdem ich hier TL Kingdoms The Iron Plague hier fertig habe, plane ich Dungeon Keeper zu zocken. Ach Leute, seht ihr das? Da haben wir gerade ein bisschen noch mal eingefroren. So, jetzt hier Neo Dragon Attack. Ach, da ist der blöde Priester mal wieder. So, da brauchst du keine Ballisten mehr hin. So, jetzt haben wir erstmal den einen Zugang von, den einen Bergzugang eingefroren mit monarchischen Einheiten. Einfach mal zugestopft. Ja, so kann man auch gewinnen. So das könnte man eigentlich auch theoretisch erstmal uns auf die Neo Dragon Produktion konzentrieren. Während wir hier die Berghänge oder die Bergstraßen einfach komplett einfrieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Und natürlich ist das langweilig und natürlich mache ich natürlich auch was anderes. Es sei ja nur taktisch klug, aber ja, keine Ahnung. Da flog wieder irgendwas, ich habe keine Ahnung, was es war. Vielleicht war es ein Papagei, vielleicht war es aber auch hier wieder eine Meeresdrache. Ich habe zumindest auf dem Minimap gesehen. Ich glaube allerdings ist es ein Papagei, weil Meeresdrache fliegen nicht einfach sinnlos hin und her. Es ist, und für ein Luftschiff wäre es viel zu schnell gewesen. So, jetzt hier nochmal Dragon Attack. Mit, drei Neo-Dragons würde ich nicht sagen. Ich meine, zwei sind davon halb tot. Geht nicht ins Licht, fliegt, ihr müsst weiterleben. Na gut, einer ist tot, aber... Immerhin konnte man sie noch retten. Die beiden. Übrigens. Und da wurden sie wieder abgeschossen. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Naja. Oh Leute. Ich sehe gerade die Uhr. Und ich muss gestehen, ich muss auch gleich wieder los. Aber die Folge kommt noch mal zu Ende. Weil ich es natürlich kann. Weil ich es kann. Wir haben schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht, ne? Moment mal, ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon wieder angegriffen werden. Oh, es gibt eine Rache. Aber die Rache wird so süß sein. So, ihr stinkenden Seemänner, wir haben das. So, der Neo-Dragon gegen den Amazonen und der Neo-Dragon gewinnt natürlich. Weil die Amazone einfach angezündet hat. Er holt einfach so ein Feuerzeug gegen das Pony der Amazone. Und dann der sagt er so, burn down. Genau. Ich rede einen Stuss. Wie immer. So, die Ballisten nerven immer noch. Leute, wir können hier weiterhin so richtige. Wir haben hier eine richtige Eisfigurensammlung. So. Ich glaube noch irgendwas, was ich erzählen könnte. Mr. Gespräch schon leider auf. Ich habe gehofft, ich wäre damit in die Folge gekommen, aber scheinbar ist dem nicht so. Haben wir eigentlich diese Folge wieder was erreicht? Ja, gut, wir konnten jetzt mehrere Angriffe der Verunana zurückweisen. Das ist doch auch schon mal etwas. Etwas, worauf wir richtig stolz sein können. Oder was meint ihr, Leute? Ich finde, das haben wir richtig awesome-mäßig gemeistert. Lass uns einmal mal nachmachen. Mein Headset spinnt schon wieder. Das wird andauernd auf ein Ohr taub, wenn ich das Kabel des Headsets vernünftig halte. Das war letzte Woche bei Terranigma so, dass man zum Schluss so gehört, dass ich dachte, ey, das stimmt mit meinem Headset nicht. Ja, das, wie gesagt, auf dem rechten Ohr wurde ich da auf einmal taub. Habe ich ein bisschen am Kabel hier rumgezupft. Und dann ging es wieder. Ich brauche unbedingt ein neues Headset, ich brauche unbedingt auch ein neues Gamepad. Aber ein Gamepad, wie gesagt, das bekomme ich vielleicht demnächst und vielleicht sogar ein vernünftiges Super Nintendo Gamepad. Und ich habe ja einen Adapter dafür, also USB SNES Gamepad Adapter.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme demnächst so eins. Es hat ein Bekannter von meinem Bruder das mir angeboten. Ich muss mich mal mit dem nochmal in Verbindung setzen. Aber ich hoffe, dass ich damit wieder vernünftig Terranigma aufnehmen kann. Denn wer Terranigma von euch verfolgt, ich weiß, der eine oder andere tut das bestimmt von euch, ja, der weiß, ich kann ja bei Terranigma keine Beschreibung der Items mehr angucken, weil mir die R- und L-Tasten meines tollen Gamepads kaputt gegangen sind. Wahnsinn, ne? Das Müde ist, ich habe nicht mehr genug Knöpfe, um auch noch die irgendwie neu belegen zu können damit. So, nochmal ein neuer Neo Dragon Attack. So. Moment mal gerade, warum sind da schon wieder so wenige? Wir sind nur noch drei Neo Dragons. Oh, das gibt ja eine Rache. Das geht eine Rache, Leute. Das geht so eine Rache. Wir müssen einfach mal wirklich... Es wäre jetzt echt nur logisch, würden wir uns jetzt nur zurückziehen, mit den Neo Dragons hauptsächlich verteidigen erstmal und dann mit einer richtig großen Neo Dragon Armee aufbauen. Aber auf solche Ideen kommt mein Vergangenheits-Ich natürlich nicht. Warum? Weil es nämlich dämlich ist. Naja, so Leute, wenn ich so wie auf die Uhr gucke, sehe ich, dass es langsam mal wieder Zeit wird, sich zu verabschieden. Drum sage ich, Leute, hier und jetzt an die Stelle. Ciao, Leute, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Folge wieder Spaß gehabt. Drum, ich bring den Abschiedssatz wieder durcheinander. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.